sind Anblicke wie dieser, für die sich das alles lohnt. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was da unten ist. Wir haben diesen Bereich gescannt. Diese Strukturen erstrecken sich bis tief unter die Erde. Scheiße, ist das grün hier. Ich spüre schon, wie meine Allergien wieder aufflammen. Das war's für ihn. Du fühlst dich kein bisschen anders? Ich glaube nicht. Warum? Du etwa? Ich bin ein bisschen benebelt, aber das könnte auch einfach nur an der Müdigkeit liegen. Sie haben nicht gelogen. Kieran hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Ganz ehrlich, nach allem, was Sie erlebt haben, hätte ich es sogar verstanden, wenn Sie auf mich geschossen hätten. Aber wir alle sind froh darüber, dass das nicht passiert ist. Ryder, was Sie hier getan haben, Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam müssten Ephra davon überzeugen, dass Sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kieran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern.
Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Sie sagten, der Planet würde verfallen? Ja, es sieht vielleicht nicht danach aus, aber Havarl ist krank. Es hat hier begonnen, mit unkontrollierten Mutationen organischer Lebensformen. Einige wurden getötet, andere in Gift verwandelt. Jetzt bemerken wir dasselbe auch an anderen Orten. Das Ökosystem des Planeten bricht langsam aber sicher zusammen. Und der Grund dafür sind die Monolithe. Es gibt nur zwei von ihnen, obwohl es drei sein müssten. Okay, dann muss ich ja nur den dritten Monolithen finden, ihn aktivieren, das Gewölbe neu starten und voilà. Genau da liegt das Problem, Pathfinder Rider. Es gibt keinen dritten Monolithen. Er ist verschwunden. Wie kann denn ein kompletter Monolith einfach verschwinden? Soweit wir wissen, könnte er zerstört worden sein. Wir haben nie versucht, die Weisen zu fragen. Vielleicht gibt es in ihren mündlichen Überlieferungen ja irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Bei den Sternen. Diese abergläubischen Einsiedler interessieren sich nicht für die Angara von heute. Das wissen sie genau. Sie kennen doch die Überlebensprognosen des Planeten. Was haben wir schon zu verlieren? Weise? Mündliche Überlieferungen? Sie leben in Mitrava, dem Reliktgebäude dort drüben. Ihre Familien haben sich angeblich direkt nach dem Auftauchen der Geißel dorthin zurückgezogen. Sie glauben, ihre Abgeschiedenheit würde die Reinheit der Chroniken bewahren, weil sie eine Kontamination durch modernes Denken verhindert. Unfassbar. Ihnen ist vermutlich nicht einmal klar, dass Havarl stirbt. Und falls doch, ist es ihnen wahrscheinlich egal. Selbst wenn uns ihre Weisen nicht weiterhelfen können, schadet es doch auch nicht, sie zu fragen, oder? Auf dem Pfad nach Mitrava wimmelt es von Relikten. Die meisten von uns wagen es nicht, dorthin zu gehen, aber sie könnten es vielleicht schaffen. Folgen Sie einfach dem Strom der Relikte und bleiben Sie am Leben. Ich würde es bedauern, wenn Ihnen auf der Jagd nach einer uralten Legende etwas zustößt. Ich weiß nicht, was dieses Feuer verursacht hat, aber wir sollten vorsichtig sein. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert.
Was wir hier sehen, wird also nicht so bleiben? Es wird irgendwann zu einer Wüste? Niemand weiß, welche langfristigen Auswirkungen die Relikte haben. Kieran hat vermutlich Vorhersagemodelle, aber Vorhersagen... Die Gegner vor uns! Beeindruckend!
Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Sieht aus, als wäre das unser einziger Weg hinein. Es ist nicht aktiviert. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Okay, dann wollen wir mal. Ich war noch nie hier oben. Ich habe zwar von den Weisen Mitrevas gehört, mich aber nie sonderlich für sie interessiert. Warum nicht? Ist eine Geschichte nicht wertlos, wenn sie nicht erzählt wird? Wenn das Wissen über unsere Vergangenheit geheim gehalten wird, könnte es genauso gut nicht existieren.
Sieht aus, als müssten wir einen anderen Weg finden. Ein Lion auf unserer Seite! Wir steigen auf einen Berg, um mit ein paar weisen, alten Einsiedlern zu reden. Das ist, als wären wir in einem Film oder so. Wenn sie uns dann noch ein magisches Artefakt überlassen, fresse ich meinen Helm. Unser Sicherheitssystem überwunden. Ein Alien. Wie ist das möglich? Wieso? Das ist doch ganz einfach. Selbst uns fällt es schwer, die Relikt-Technologie zu verstehen. Nur eine Handvoll von uns kann unsere Tore bedienen. Aber das spielt keine Rolle. Sie müssen gehen. Wir unterhalten hier keine Gäste. Haval verfällt. Wenn Sie mir etwas über den verschwundenen Monolithen erzählen, kann ich Ihnen helfen, das Problem zu lösen. Ich kann das Gewölbe neu starten. Mit Ryders Hilfe könnte Havarl, unsere Geburtsstätte, geheilt werden. Sollten wir nicht alles dafür tun? Er ist verschwunden. Die Erinnerungen an seinen Standort wurden nicht wiedererlangt. Wir in Mitrava haben Havarls unvermeidlichen Untergang akzeptiert. Sie geben Ihren Planeten einfach so auf? Aber er ist Ihre Geburtsstätte. Wollen Sie ihn denn nicht retten? Zwischen Wollen und Können liegt eine gewaltige Kluft. Was Sie verlangen, kann Ihnen niemand geben. Die Erinnerung an den Monolithen ist in einem Strang enthalten, der uns entglitten ist. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Wir glauben an Reinkarnation, an einen ununterbrochenen Strang. Vor langer Zeit gab es jemanden, der von dem dritten Monolithen wusste.
Zorai, ein Streiter der Angara aus der Ära vor der Geißel. Zorais Seele ist zurückgekehrt und könnte dazu gebracht werden, sich an ihr früheres Wissen zu erinnern. Wir haben allerdings keinen Kontakt zu ihr. Okay, nur damit ich das richtig verstehe. Es gibt also jemanden, der sich an den Monolithen erinnern könnte, weil er ihn aus einem früheren Leben kennt? Seelen kehren innerhalb einer Familie zurück. Ein Objekt, ein Erbstück, das eng mit dieser Blutlinie verbunden ist, könnte alte Erinnerungen wecken. Aber es gibt dafür keine Garantie. Es gab in der Vergangenheit einzelne Fälle, in denen es bei anderen Seelen funktioniert hat. Das einzige bekannte Erbstück von Zorais Familie befindet sich in einem Gebiet mit aktiven Relikten. Niemand hat die Reise überlebt. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Zorais Seele wurde in Tavos wiedergeboren. Er ist jetzt ein Rokar, der vor kurzem im Rahmen einer Mission nach Havar zurückgekehrt ist. Ein Rokar? Das dürfte schwierig werden. Deshalb sind Sie ja hier, Jor. Es wird den Rokar nicht gefallen, dass ich Ihnen helfe. Mag sein, dass das hier eine Sackgasse ist, aber wir müssen es zumindest versuchen. Ich schicke Ihnen die entsprechenden Koordinaten. Wir haben Havar als verloren betrachtet, aber vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Oh, gut. Ich wollte ohnehin mit Ihnen reden. Wie können Sie die Relikte benutzen? Mit einer künstlichen Intelligenz, die bei der Analyse und Übersetzung hilft. Das ist der Trick. Darauf wäre ich nie gekommen. Angara, die in der Nähe von Relikttechnologie leben, lernen manchmal, wie man bestimmte Tech benutzen kann. Dazu ist intensive Konzentration erforderlich. Und selbst wenn es funktioniert, verstehen wir nicht, wie es funktioniert. Einige von Ihnen können also Relikt-Tech benutzen, aber Sie wissen nicht, wie es funktioniert? Nicht jede Relikt-Tech, nein. Wie gesagt, nur bestimmte Teile. Nehmen Sie zum Beispiel Mitrava. Einige von uns können das Sicherheitssystem steuern, das die Zuflucht beschützt. Dieses Wissen wird seit Generationen weitergegeben. Ich selbst habe ein Jahr gebraucht, um zu lernen, wie man eine einfache Tür öffnet. Es ist wie der Unterschied zwischen dem Wissen, dass man die Frucht eines Baumes essen kann, und dem, warum sie überhaupt wächst. Ich sollte jetzt gehen. Wie Sie meinen. Esmus lässt sie ohne Aufsicht herumgehen? Sie stören den Unterricht. Von mir aus könnte es ruhig mehr Störungen geben. Entspannen Sie sich und gönnen Sie dem Jungen eine Pause. Er sieht aus, als könnte er eine brauchen. Haben die kreischenden Winde uns eine Pause gegönnt, als wir erstmals über unbekannte Himmel segelten? Nein! Also, das Antriebssystem, das Beschal hinauf in den Himmel brachte, war inspiriert durch vier Teile der Relikte. Und das ist nur ein Beispiel. Unser Fortschritt gründet oft auf der Entdeckung von Reliktartefakten. Wo sind diese Artefakte, von denen Sie gesprochen haben? Die wenigen, die noch existieren, befinden sich im Speicher von Aya. Viele sind allerdings verloren gegangen. Es gibt allerdings Gerüchte, dass lang vergrabene Dinge zum Vorschein kommen, je wilder die Wildnis wird. Es ist bestimmt klug, alles zu untersuchen, was wir finden. Schafft uns irgendwas da draußen einen Vorteil gegenüber dem Cat.
Glauben Sie, dass die Angara entscheidende wissenschaftliche Ideen von den Relikten gelernt haben? Ich glaube das nicht nur. Das ist eine verbürgte Tatsache. Einige Artefakte wurden sogar im unfertigen Zustand zurückgelassen. Wahrscheinlich, um zu zeigen, wie man sie zusammensetzt. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Unterricht. Wurde auch Zeit. Die Datenmodule enthalten unsere Chronik. Sie sind nicht für Ihre Augen bestimmt. Weißt du, dass sie noch lebt? Ich weiß es einfach. Der Tod naht. Und es fällt schwerer, sich der Möglichkeit zu stellen, dass ich Amara vielleicht nie wiedersehe. Verzeihen Sie die Störung, aber was ist passiert? Amurd ist krank. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Amurd, vielleicht kann diese Fremde helfen. Wenn sie in Palais war, hat sie möglicherweise etwas gesehen. Nun, ich habe viel gesehen. Sie müssen schon genauer sein. Meine Schwester, Amara. Das Leben hier hat ihr alle Illusionen genommen und sie ist nach Palais gezogen. Sie muss jetzt dort leben. Palais wurde vom Dschungel übernommen, weißt du nicht mehr? Vor ein paar Zyklen. Alle sind von dort weggegangen. Oh, ja, jetzt erinnere ich mich. Aber das bedeutet, dass Amara fort ist. Es gibt vielleicht noch einen Weg, sie aufzuspüren. Alle Dara pflegen Unterlagen, oder nicht? Wenn eine organisierte Evakuierung stattgefunden hat, müssen sie das dokumentiert haben. Und dort muss stehen, wohin sie gegangen ist. Pala, das ist genial. Wo werden diese Unterlagen aufbewahrt? Wahrscheinlich in einem Verwaltungsgebäude, falls es noch steht. Und die Maschinen noch funktionieren. Es ist eine kleine Hoffnung. Ich will Sie nicht drängen, Fremde, aber ich würde jede Neuigkeit über meine Schwester sehr begrüßen. Was denkst du? Worüber hat sich der erste Weise mit dem Alien unterhalten? Ich denke, der erste Weise hätte sich überhaupt nicht mit ihm unterhalten sollen.